Ja? 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 Okay. Wir haben viel Wasser hier in Hildesheim. Und unter anderem gibt es hier auch den Seniorengraben. Und da gibt es auch eine ganz, ganz schöne Geschichte. Jonas im Wasser. Diese Geschichte dreht sich um Jonas. Und sie spielt am und im Seniorengraben. Jonas, der vom Wal verschluckt und wieder ausgespien wurde? Nein, der nicht. Denn Wale werden in dieser Region eher selten bis gar nicht gesichtet. Demnach wurde Jonas nicht in dieser Gegend vom Wal gefuttert. Dennoch handelt sie von einem Wassertier. Sie handelt von einem Karpfen, um genau zu sein. Ende der 1960er Jahre lebte der Karpfen im Seniorengraben. Ein Spazierganger entdeckte ihn und war wegen seiner Größe erstaunt. Schnell sprach sich die Sichtung herum und der See war im Stadtgebiet, wurde zu einem beliebten Ziel. So kam der Fisch auch zu seinem Namen Jonas. Als Jonas wurde der Karpfen rasch zu einer Berühmtheit. Die Spekulationen um seine wahre Größe waren Tagesgespräch. Bei der Beschreibung gingen die Arme manchmal, soweit es ihre Länge zuließ, auseinander. Manchmal soll Jonas auch ein wenig kleiner gewesen sein. Die Leute sollen in Scharen gekommen sein, doch nicht jedem war es vergönnt, Jonas auch zu sehen. Eines Tages vermeldete die Hildesheimer Allgemeine Zeitung, dass ein großer Karpfen im Seniorengraben verendet sei. Die Hildesheimer waren sich uneins, ob es sich dabei um ihren Jonas handelte. Wahrscheinlich schon, denn er wurde nicht mehr gesichtet und die Geschichten um Jonas verendeten schnell. Karpfen schwimmen im Seniorengraben immer noch herum. Allerdings hat es keiner von ihnen jemals geschafft, berühmt zu werden. Ob die Geschichte um Jonas wahr ist, das weiß heute übrigens niemand mehr so genau. Heute ist der See ein Ziel inmitten der Stadt, an dem Spaziergänger die Hektik hinter sich lassen können. Ob sie nun Enten füttern, sich auf eine Bank setzen und den Tieren beim Schwimmen zusehen, Jonas Nachkommen suchen oder ob sie sich auf Decken ins Gras legen. Eines sollte man wissen. Früher war der Seniorengraben Teil der äußeren, vor den Stadtmauern gelegenen Wehranlagen. Ja, danke schön. Ich habe hier so einen kleinen Spickzettel, da steht jetzt Sülze drauf. Sülze oder Sylte? Da steht Sülze drauf. Soll ich jetzt irgendwas... Okay.